down. Sofort stehen bleiben! Du bist ein Witzwerkzeug und du entkommst nicht, du Schade! Bonjour, monsieur, et bienvenue. Oh.
habe eine Mission für euch. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung. Renn! Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können, fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Kapp die Seile! Ich decke dich! Oh je! Komm zu dir! Warte da! Ich gehe sicher nicht weg! Hast du dir schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Oh, nach unten geht es meist von allein. Was ist das für ein Ding? Dir werden bald die Dächer ausgehen. Ich hoffe, du hast einen Plan. Zählt zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt auch? Was ist passiert? Das Seil hat sich verfangen! Du da, halt! Halt dich gut fest! Komm da runter! Stopp! Ja, doch auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Ist eine lange Geschichte.
Das sollte ich dringend mit Napoleon besprechen. Trödel doch nicht so rum! Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise, ich... Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Eh. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Ja, du. Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Visite à ma tante Anne.
Ma parole, quel aventurier! Was du hast. Oh, gut, jetzt verstehe ich. Alles, aber lass mich doch ja, ja. Doppelfort. Bleibt mal da stehen. Ich will mit euch reden. Peut-il s'agir? Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun?
und für eure charmante Begleitung. Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. Dessart? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Einlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Tallien. Das reicht, er ist nicht hier. Für die Revolution!
juste. Irgendjemand? Ah. Na gut, es gibt noch genug andere Hühnchen zu rupfen. Zurück zum Laden. Ugh!